Was geht ab, meine Z-Fighter, Osri hier. Und Ultra Instinct Goku ist da, Leute. Wir schauen uns alle News an, alle Informationen gibt es hier, damit ihr auch über alles Bescheid wisst und alles richtig macht. Also, let's go, Leute, passt gut auf. Christmas Express Celebration. Heißt ja jetzt Christmas Express Celebration. Ich weiß nicht, ob das quasi das jetzt Weihnachts-Event ist oder... Also ich denke schon, dass jetzt das, was uns jetzt erwartet, ist die Weihnachts-Celebration, die Weihnachts-Events, ganz klar. Aber es könnte wirklich sein, dass sie an Weihnachten immer noch random irgendeinen GSL-Banner raushauen, wobei es einen GSL-Banner gibt. Aber das schauen wir uns gleich an. Also, 10 Events sind es total, und zwar ist folgendes. Wir haben Login-Boni, schauen wir uns gleich an, Special Missions, Dragonstone Sales auch online. Wobei hier wirklich, was ich euch vielleicht raten könnte für einen Dragonstone Sales ist einmal das hier, 96 Stones zum Preis von 32 Dragonstones, das wären 19 Euro bei uns, kann man auf jeden Fall mitnehmen, sind quasi fast zwei Multisummen. Dann boom, Dokkan Festival, Ultra Instinct Goku ist schon online, sein Banner schauen wir uns gleich an und ein Ticket Summon, Christmas Ticket Summon, freut euch darauf, Leute, denn der Ticket Banner ist dieses Mal richtig gut. Gut. Die göttlichen Events, also die Götter-Dokkan-Events, sind jeden Tag nun offen, jeden Tag geöffnet. Ihr könnt sie jeden Tag machen. Das sind Events von Rosé, Fusion Zamasu, Beerus, Blue Vegeta, Blue Vegito und Kaioken Blue Goku. Dann gibt es ein Christmas Celebration Pack im Pillars Trove, könnt ihr euch gerne mal angucken und euch selbst eine Meinung dazu machen. Zudem kommt am 25.12., ja okay, das ist dann quasi unser Christmas Banner, schätze man an, zu Weihnachten. Um 37 ein Santa Claus Special Summon. Das ist im Prinzip dann wie gesagt wie ein Elder Kai Banner. Wir werden wahrscheinlich 10 Santa Claus Roshi summon können. Kann man sich überschreiten, aber wir bekommen auch so viele Santa Claus. Zeige ich euch gleich, einen Moment. Barbershop Preise sind 30% off, sehr gut. Und Training Items sind verdoppelt, wenn ihr sie holt aus Events. Alles klar. Nun denn... Schauen wir uns erstmal Dokkan Festival Summon an von Ultra Instinct Goku. Ultra Instinct Goku ist da, Leute, in dem Dokkan Festival Banner. Und zwar ist dies folgendes. Mit einem Super Summon Discount. Dieser Super Summon Discount ist 1A. Warum? Folgendes. Jetzt passt ganz gut auf, Leute, wie das Ganze funktioniert. Schritt 1. Bekommt ihr einen Charakter. 5 Stones. Das ist quasi ein Single Summon. Bekommt ihr einen Charakter. Und diese Training-Items, sehr viele davon, beziehungsweise von jedem Typ meins. Und ein Christmas-Summon-Ticket. Schritt 2, 15 Stones für 3 Charaktere, bekommt ihr ein Master Roshi, heißt ein Elder Kai quasi. Dieser Master Roshi ist ein Elder Kai, Leute. Und noch ein Christmas-Banner. Schritt 3, zahlt ihr 30 Dragon Stones, statt 35, bekommt 7 Charaktere und 3 Christmas-Summon-Tickets. Quasi sind diese 3 Schritte ein geteilter Multisummon. Wenn ihr das hochrechnet, sind es 10 Charaktere, aber ihr bekommt so viel, also ihr bekommt 3 Tickets schon, Items und Elder Kai. Das ist brutal, das ist sehr, sehr gut. Diese Schritte macht man 3-mal, nach dem dritten Schritt wiederholst du das wieder bei Step 1. Heißt, ihr macht beispielsweise erste Durchlauf 5 Stones, 15 Stones, 3 Stones, dann seid ihr wieder bei Step 1. Wieder bei Step 1. 5 Stones, 15, 30, wieder bei Step 1, 5 Stones, 15, 30. Dann, das war das dritte Mal, nach dem dritten Mal fängt ihr dann Schritt 4 an. Dann sind die Summons Schritt 4 und Schritt 4 ist im Prinzip quasi ein Multisummon, so wie wir es alle kennen, 10 Charaktere. Aber man bekommt eine zufällige Anzahl an Christmas-Tickets, bis zu 10 Stück. Und das ist wirklich insane, dass ihr quasi bei jedem Multisummon, bei jedem Schritt Christmas-Summon-Tickets bekommt. Sogar Elder Kai. Das ist brutal, Leute. Das ist viel, viel besser als bei Gogeta und Janemba, denn diese Christmas-Ticket-Banner... Diese Christmas-Ticket, beziehungsweise Tickets, kann man fürs Ticket-Banner angucken. In diesem Ticket-Banner, das ist genau der Banner von Ultra Instinct Goku und ihr bekommt, gucken wir uns gleich mal an, damit ihr das da informiert seid. Das ist wie gesagt, das ist der Schritt, macht das. Leute, hier ganz wichtig, macht das hier, diese Schritte. Wenn ihr draufklickt, steht dran, Step 1. Macht immer diesen Banner und keine Single Summon. Keine Single Summon, ganz wichtig. Sonst bekommt ihr die Discounts nicht, sondern bekommt ihr die Tickets nicht und so weiter und so fort. Gucken wir uns den Banner an. Ob ihr summon solltet, die Frage hier. Ganz klar, ja. Wir haben Arch Instinct Goku, Super Gogeta ist drin, Kid Buu ist drin, 3 Neogatenlieder bis jetzt, Kaioken Blue, Blue Vegeta, Blue Vegito, Rosé, Fusion Zamasu und Beerus. Der Banner ist insane. Das ist der normale Banner mit den Schritten. Aber, was? Richtig. Die Tickets-Banner sind auch der Banner von Ultra Instinct Goku.
Genau derselbe Banner. Die Sache hierbei ist die, quasi, und auch bei beiden Bannern sind, glaube ich, keine R-Charaktere, wenn mich alles täuscht. Oder war das nur bei Ticket-Banner? Lass uns das mal kurz angucken. Die Sache ist beim Ticket-Banner, es ist ein G-SSR-Banner, ein garantierter SSR-Banner. Dies wiederum heißt, ihr bekommt pro Mut. Ne, das hier sind auch R, aber beim Ticket-Banner sind nur SR. Ganz sicher. Das wiederum bedeutet, ihr bekommt pro Multisummon, Leute, den ihr macht, einen garantierten SSR. Hier, One SSR garantiert per Multisummon. Aber es ist kein gefeaturter garantierter, also keiner von denen hier, sondern an sich ein SSR in dem ganzen Banner. Hier sind auch nicht Dokkan-exklusive Charaktere. Da aufpassen. Aber dennoch, Leute, das hier, was ihr seht, diese Ticket-Banner, ist quasi eine Christmas-Banner vorerst. Christmas-Ticket-Summon, ja. Und daraus einen garantierten Asset zu bekommen, ist geil. Denn darunter ist auch Shinji Goku und die anderen gefeatureten Charaktere. Das ist insane, das ist sehr, sehr gut. Zudem, bei dem Ticket-Banner könnt ihr auch, wenn ihr, könnt auch 5 Single-Summon machen. Nach dem vierten Single-Summon, deswegen steht das hier dran, ist der fünfte garantiert. Und ich finde das sehr, sehr gut. Denn oft war das so, dass mein Ticket-Banner nicht auf 5 kam und quasi nun macht es keinen Unterschied, wenn man Single-Summon raushaut. Der fünfte ist dann auch garantiert ein SSR. Und hier wissen wir das. Ein SSR pro Multisum ist garantiert. Das ist wirklich sehr, sehr gut, Leute. Machen wir jetzt kurz weiter mit den News, denn die Tickets bekommt ihr nicht nur aus den Summon, sondern auch den Missionen. Bis zu 10 Stück einmalig könnt ihr euch holen. Wie ihr das Ganze macht, schauen wir uns gleich an. Alright, das haben wir abgehakt. Pilaf Strove. Login-Bonus könnt ihr euch gerne mal angucken. Fürs erste Login bekommt ihr 10 Stones und einen Drachenschein, den roten. Boom. Und dann jeden Tag eben weiteren Stone, quasi verschiedene Sachen. Nicht wundern, das ist kein Christmas-Ticket, sondern von einem Satan-Ticket-Banner. Aus den roten Scheinen, welchen Charakter ihr euch holen könnt, welchen ich empfehlen könnte, ist Super Saiyan 3 Goku und Freeza auf jeden Fall. Die sind sehr, sehr gut. Zumal er sein Extreme Awakening hat, Extreme Z Battle Awakening. Broly bekommt seins noch, eventuell könnt ihr da ein bisschen warten, vielleicht wird ihr auch Broly. Okay. Dann ganz klar, die Battlefield-Charaktere sind da. Könnt ihr euch gerne mal angucken, ihre Awakenings, braucht ihr Battlefield-Medaille, die sind im Barbershop, könnt ihr euch holen gegen Incredible Gems. Und hier die Special Missions, was? Missions. Ganz wichtig, Leute, ganz wichtig, täglich, jeden Tag könnt ihr euch 2 Jankstones holen aus den Special Missions. Ihr müsst dazu einen Charakter Z-Awaken und ein Dokkan-Event machen, pro Tag bekommt ihr 1 Stone. Dann bekommt ihr, wenn ihr 20 Stamina verbraucht, noch 1000 Friend Points, ist nicht schlecht. Aber das ist jetzt nicht täglich, sondern ohne Limit, wenn ihr ein Dokkan-Events der Götter macht, die Realm of Gods, die online sind. Das ist, wie gesagt, ich wiederhole es gerne. Rosé, Fusion Zamasu, Kaioken Blue, Blue Vegeta und Blue Vegito Dokkan-Event und Beerus Dokkan-Event. Eines davon bekommt ihr, also diese Events zu machen für die Missionen, und da bekommt ihr die Christmas Ticket Banner bis zu 10 Stück einmalig und danach nie wieder. Ihr müsst hierbei nicht, also zum Beispiel steht, macht einmal ein Ticket, dreimal ein Ticket, fünfmal zwei Tickets, siebenmal zwei Tickets, zehnmal vier Tickets. Ihr müsst dabei nicht die 50 Seminar-Events machen, sondern es reicht auch, wenn ihr die Stage 1 eines Events macht. Denn da steht, macht nur eine Stage des Dokkan-Events. Das habe ich auch gemacht, beispielsweise habe ich das Event von Fusion Zamasu gemacht. Stage 1, 20 Seminar nur, ist machbar, kann zumindest können viele auf jeden Fall schaffen. Wenn ihr das 10-mal macht, bekommt ihr 10 Tickets. Und dies wiederum heißt, ihr könnt 2 Multisam machen und habt 2-mal die garantierte Chance auf ein SSR, Leute. 2-mal die garantierte Chance auf ein SSR in einem Christmas Summon Ticket. Und ja, mein Gott, Leute. Es ist, wie gesagt, ein garantierter Ticket Banner. Lasst uns das mal demonstrieren, zum Abschluss diesen garantierten Ticket Banner machen. Und ich würde euch empfehlen, erstmal euch die Tickets zu farmen. Denn wer weiß, eventuell droppt er jetzt schon. 1, 2, 3. Dann müsst ihr euch quasi das Stones farmen oder Stones kaufen. Könnt ihr. Okay, Super Saiyan 2. Und hierbei ist natürlich immer der letzte ein garantierter SSR. Aber wie gesagt, bei dem Ticket Banner ist es kein gefeaturter garantierter SSR, sondern an sich ein SSR aus dem kompletten Banner. Also auch nicht Dokkan-Exklusive. Und das sind auch 5 Charaktere pro Multisum und keine 10. Okay. Und wen bekommen wir hier? Der letzte ist es. Der letzte ist es, ganz klar. Garantiert SSR ist es. What? Total random. Völlig random in Golden Freezer. Ich habe von den Golden Freezer mehr als genug. Aber was soll's, Leute? Was soll's? Das ist ein garantiert SSR gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel 4 weitere holen. Müsste ich noch die Dokkan-Events machen.
Und dann hätte ich hier noch einen Mutti-Summon. Free, Leute. Free Mutti-Summon quasi mit den Tickets. Deswegen würde ich empfehlen, erstmal die zu machen. Und dann könnt ihr euch ja entscheiden, ob ihr hier noch reingehen wollt oder nicht. Aber ob ihr hier summonen solltet, auf jeden Fall ja. Also Leute, das wär's von mir und von Ultra Instinct Goku. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.